Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unpacking-Video. Ja, diesmal gehört alles zur Verlagsgruppe Remmenhaus und ich würde sagen, wir fangen an mit Penn Halligan, der Fantasy-Verlag. Und da kenne ich mich ja nicht so gut aus, aber hier scheint was zu sein, also wie hieß denn das? Die Auswahl oder so und so in der Art sieht mir dieses hier aus, soll im August 2013 erscheinen und heißt Die Auslese, nur die Besten überleben. Das ist halt dann eher, also hier steht, die Auslese ist ein erschreckender und überraschender dystopischer Thriller, den alle Fans von Die Tribute von Panem verschlingen werden. Die Sensation aus den USA. Ja. Dann erscheint im September 2013 die Vorgeschichte zu Das Lied von Eis und Feuer. Kostenpunkt 15 Euro. So, dann kommt ein neuer Alan Bradley und zwar Schlussakkord für einen Mord. Das ist Flavias fünfter Fall und der erscheint im November 2013. Oder Flavia heißt der. So, dann haben wir hier den Limes Verlag. Dann erscheint im Oktober 2013 eine neue Christina Olsen. Sie ist die Autorin von Aschenputtel und Tausend Schön, auch so skandinavische Krimis. Kann man, muss man aber nicht lesen. Ich fand es jetzt, also Aschenputtel hatte ich gelesen, fand ich jetzt nicht so schlecht. Sterntaler wird kosten 19,99 €. Wie gesagt, Oktober 2013. So sieht's aus. Als nächstes sind wir bei Blanc Valais Hardcover. Da gibt es einmal eine neue Karen Slaughter, erscheint im August 2013 für 19,99 € und wird heißen Harter Schnitt. Und ich sehe gerade, ja, hat nichts mit der Sarah-Reihe zu tun. Ja, reicht ja auch, Karen Slaughter. Also ich habe früher Jeffrey und Sarah gerne gelesen und lese sie seit einiger Zeit nicht mehr. Irgendwann. Ja, und es kommt im Oktober 2013 ein neuer Lee Child raus, 61 Stunden, Kostenpunkt 19,99 €. So, dann kommen wir schon zu Paperback. Da erscheint, oh, ich glaube, das wird für alle Fans von PS Ich liebe dich und die Wunschliste ein absolut tolles Buch. Robin Gold, die Liste der vergessenen Wünsche. So schaut's aus. Und da möchte ich euch gerne den Inhaltstext vorlesen. Die Inhaltsangabe vorlesen. Es tut mir leid, dass ich so hektisch bin. Ich habe nicht viel Zeit. Mein Sohn möchte gleich Star Wars gucken und ja, deshalb muss ich ein bisschen Gas geben. Zu lange heute gearbeitet. So, kommen wir zum Inhalt. Die Liste der vergessenen Wünsche. Früher war alles einfacher. Abschiede zum Beispiel. Als die 8-jährige Clara Black in einem schwarzen Badeanzug ihren Kater Schweinebraten beerdigt, ahnt sie nicht, dass das Leben noch einen viel größeren Verlust für sie bereithalten wird. Jahre später stirbt ihr Verlobter kurz vor der Hochzeit. Es bricht Claras Herz, Claras Herz. Doch dann findet sie eine alte Liste mit ihren Kindheitswünschen, die vor ihrem 35. Geburtstag in Erfüllung gehen sollten. Ganz unverhofft wird die Liste zu Claras Rettungsanker und zum Weg zurück ins Glück. Ja, hier steht To-Do, Präsident werden, mit Delfin schwimmen, wieder glücklich sein. Oh. Ja, da bin ich sehr gespannt und erhoffe mir natürlich ziemlich viel von dem Buch. Kommen wir nun zum Taschenbuch.
Charlotte Link im Tal des Fuchses erscheint im Dezember. Ich fand's nicht gut. Der Plot ging spannend los, zog sich dann wie Kaugummi. Und ja, das Ende war einfach auch nichtssagend. Es kommt eine neue Nora Roberts, Fliedernächte. Und zwar erscheint diese im November. Ja, Flavias vierter Fall von Ellen Bradley, Vorhang auf für eine Leiche, erscheint im November als Taschenbuch. So, hier habe ich mir heute auch wieder ein Buch bestellt. Und das Buch heißt Einfach Liebe, Tamara Weber. Sieht einfach schon klasse aus und dann liest man die Inhaltsgabe und sagt sich, jo, das könnte was sein. Und zwar, als Jacqueline sich von einer Party davon stiehlt, ahnt sie nicht, dass die Ereignisse der Nacht ihr Leben für immer verändern werden. Entschuldigung. Kaum versucht ein Verehrer, der ihr gefolgt ist, sie zu bedrängen, liegt er schon am Boden. Ihr Retter... Ausgerechnet Lukas, der stille Einzelgänger, der nicht nur sehr sexy und geheimnisvoll, sondern auch vollkommen unnahbar ist. Und während Jacqueline versucht, sich auf ihre Abschlussprüfung vorzubereiten, taucht Lukas plötzlich überall dort auf, wo sie auch ist. Er scheint etwas zu verbergen, doch sein Blick brennt sich in ihr Herz. Ich finde, das klingt toll. War da wieder mal einer Meinung mit meiner lieben Kollegin. Wir lieben irgendwie so seichte, leichte Schmunzetten. So, Nora Roberts schreibt als Gidi Rob, mörderische Sehnsucht, erscheint im November. Kommt mir allerdings jetzt bekannt vor. Ich kann euch leider nicht sagen, ob das ein komplett neues ist oder wieder so ein altes, was neu aufgelegt wurde. Mir kommt es bekannt vor. So. Dann haben wir hier von Arne Blum ein Weihnachtsschwein sieht rosa. Auch da habe ich mir für mein Weihnachtsspecial schon vorausschauend ein Leseexemplar bestellt. Ja, wie der Titel ist auch der Inhalt relativ ähnlich dem Buch von Friedmann, das Weihnachtsschwein. Auch hier geht es um einen 8-jährigen Jungen, der nicht mehr spricht, und zwar seit dem Tod seiner Mutter. Und ja, sein Vater ist auch ziemlich hilflos und dieser Junge zieht sich halt immer mehr zurück in ein altes Haus, was die Mutter halt vorher liebevoll renoviert hatte. Und eines Tages läuft ihnen ein zahmes Schwein zu und dieser Junge ist plötzlich wie ausgewechselt. Ja. Hier zum Quieken schön, dieser tierisch charmante Roman gehört unter jeden Tannenbaum. Eine zauberhafte Geschichte über Liebe, Verlust und Hoffnung. Das klingt schön, sieht auch nett aus. Das ist übrigens, Arne Blum ist der Autor von Saubande und Rampensau. Also hat schon mehrere Schweine-Krimis, glaube ich, geschrieben, ja. Die ich nicht gelesen habe. Lee Child Underground, das ist wieder ein Jack Reacher-Roman. Er erscheint im Dezember als Taschenbuch. 9,99 €. So. Als nächstes gibt es eine neue McCabot. Keine Schokolade ist auch keine Lösung. Er erscheint im Januar 2014. Muss ich mal gerade überlegen. Der will doch noch spielen, nur noch sowas anderes. Das spielen immer im Büro und die werden immer, schicken sich immer E-Mails hin und her. Haben mir großartig gefallen. Hier interessiert mich der Inhalt nicht näher, aber manche lesen ja gerne diese Chick-Lit-Romane und alles, was ihnen da in die Finger kommt. McCabot kann ich da nur empfehlen. Also die schreibt schon echt ganz witzig. Ich muss da ja nicht alles lesen. Jeffrey Deaver. Carte Blanche, ein James-Bond-Roman, erscheint im Januar 2014. Ich
hoffe, ich habe jetzt nichts. Marc Levy, Wer Schatten küsst, erscheint im Februar. Den habe ich früher super, super gern gelesen. Ah, nee, das stimmt alles gar nicht. Solange du da bist, fand ich großartig. Solange du da bist. Ich glaube, so hieß es. So ein übersinnlicher. Und ich glaube, Bis wir uns wiedersehen, hat mir auch noch ganz gut gefallen. Aber viele von ihm, also ich mag diesen Musot, diesen Franzosen, da doch um einige Längen lieber als Marc Levy. Wo bist du? Das fand ich total blöd. Naja, egal. So, das nächste. Da habe ich mir auch ein Leseexemplar bestellt. Wenn du an meiner Seite bist und möchte euch auch eben den Inhalt präsentieren. Seit ihr Ehemann Graham vor fast einem Jahr nach einem schweren Unfall ins Koma fiel, sitzt Kate jeden Tag an seinem Krankenbett. Tief in ihrem Herzen muss sie sich jedoch eingestehen, dass sie die Hoffnung längst aufgegeben hat. Als ihre Freundin Celine sie zu sich nach Südfrankreich einlädt, erkennt Kate, wie sehr sie eine Auszeit braucht. Die liebenswert exzentrischen Bewohner des malerischen Orts bringen sie bald auf andere Gedanken und sie begegnet Jerome, einem Fotografen, zu dem sie sich unwiderstehlich hingezogen fühlt. Aber darf Kate, obwohl Graham sie braucht, ihr Herz einem anderen öffnen? Ja, ich finde das Film ziemlich klasse. Erscheint im März 2014. Man darf gespannt sein. Ich werde es auf jeden Fall reinbestellen. So, dann haben wir hier einen Fantasy-Roman. Den habe ich jetzt mal für eine Fantasy-Kollegin bestellt. Ja, wenn man Maggie Stiefvater mag, also soll auch wieder so eine Mischung aus Dystopie und Romantik sein und heißt Eistochter, erscheint im März 2014. Miller heißt die Autorin. So, und dann haben wir hier noch, ja, eher wieder was Spannendes, was für mich. Jay Ford, Ich kann dich sehen, erscheint im April 2014 und scheint wieder eine Art Stalker-Geschichte zu sein. Ja, sie, also eine junge Frau, verteidigt sich nach einem brutalen Überfall und ist jetzt in der Presse überall gefeiert, wie toll und klasse sie das doch gemacht hat. Und es tut ihr auch ziemlich gut, dass sie viele Rückschläge in letzter Zeit und Enttäuschungen auch verarbeiten musste. Das Gefühl lässt aber nach, als sie plötzlich in der, im Büro, am Auto und auch nach Hause Drohbriefe geschickt bekommt. Und bald geraten auch ihre Familie und Freunde ins Visier ihres Stalkers. Ja, das klingt ziemlich spannend und werde ich mir auf jeden Fall mal bestellen. Wie gesagt, April 2014 gleich als Taschenbuch. Und dann kommt etwas, was eigentlich wieder nicht meine Abteilung betrifft, eher so die Humorabteilung, also unser lieber Krümel. Und zwar sind es halt jetzt wieder Fragen, die irgendwelche Leute haben. Der Titel ist Hilfe, mein Kaktus hat Herpes. Die beklopptesten Fragen und Antworten aus dem Internet. Hier ist zum Beispiel mal ein Beispiel. Hilfe, meine Nachbarn poppen zu laut. Was tun? Antwort A. Zurückpoppen, Antwort B, rüber zu den Nachbarn gehen und fragen, ob du mitmachen kannst. Und Antwort C, pack die Bohrmaschine aus, wenn die es machen. Ja, und dann steht hier, Hilfe, Katze kackt plötzlich bei Tochter aufs Bett. Und dann die Frage, wie alt ist deine Tochter denn? Ja, und so weiter. Also, ich kann mir vorstellen, das ganze Buch erscheint im Januar 2014, 100% Lachgarantie. Und ich denke mir, das ist doch mal wieder was für einen Leseabend mit Chantal und mir. Oder was meint ihr? So, jetzt habe ich die schönen hier alle wieder reingestopft. Dabei wollte ich euch noch die Leseexemplare vorlesen. So, dies hier erscheint bei Blanc Vallée als Paperback. Zorneskalt. Und da wird eine riesen Marketing, also riesen Werbung, Kinowerbung, eine große Weihnachtskampagne. Also da ist wohl richtig was zugange. Auch in der Vorschau war da seitenweise Material. Worum geht es?
Rachel Walsh, Kriminalreporterin des Nachrichtensenders National News Network, wird zu einer Pressekonferenz der Polizei entsandt. Als sie den Konferenzraum betritt, sieht sie auf einem Poster neben dem Podium das Bild ihrer ältesten besten Freundin vor sich, Clara O'Connor. Clara, mit der Rachel 3 Tage zuvor in einer Bar verabredet war, die dort jedoch nie auftauchte. Clara, die seit 3 Tagen spurlos verschwunden ist. Rachel ist wie vor den Kopf gestoßen und bringt die Live-Übertragung nur mit großer Mühe zu Ende, bevor sie wie betäubt nach London zurückkehrt. Sie muss Clara finden, denn die beiden verbindet mehr als nur eine tiefe Freundschaft. Dieser Roman wird durch die Decke gehen. Ja, also, Random House hält große Stücke drauf und ich glaube, das klingt ziemlich gut und ich werde es lesen. Dann haben wir hier von Tanja Heidmann Das Geheimnis des Walfischknochens. Eine alte Schuld, eine neue Liebe, ein Schicksal, das sich erfüllt. Beckensiel an der Nordsee 1939. Der 11-jährige Arjen lernt in den Dünen den Ausreißer Ruben kennen, der abenteuerliche Geschichten von einem Walfischknochen erzählt. Dieser soll Schicksale bestimmen können. Es ist der Beginn einer einzigartigen Freundschaft, bis ein Sommertag alles verändert. Jahrzehnte später reist Greta Rosenboom mit ihrem Großvater auf die Insel seiner Kindheit. Sie ahnt nicht, dass die windumtosen Strände Beckensiels eine alte Schuld bergen und ein Geheimnis, das auch ihr Leben bestimmen wird. Ja, zu diesem Buch wird es auf jeden Fall Leseproben geben. Könnt ihr euch ja dann in die Buchhandlungen holen und vielleicht mal reinlesen, ob das dann wirklich was für euch ist. So, hier muss ich jetzt ein bisschen... Ach, das kann ich so abnehmen. Ja, toll. So, dann haben wir Das Licht zwischen den Meeren. 1926. Auf einer abgelegenen Insel im Westen Australiens arbeitet Tom als Leuchtturmwärter. Mit seiner Frau Isabel führt er ein erfülltes Leben fern einer Welt im Umbruch. Nur eines trübt ihr Glück. Ein Kind bleibt ihnen verwehrt, bis sie eines Morgens am Strand ein Ruderboot entdecken, in dem die Leiche eines Mannes liegt und ein neugeborenes Baby. Während Tom die Küstenwache alarmieren will, schließt Isabel das kleine Mädchen in die Arme und für immer in ihr Herz. Gegen Toms Willen nehmen sie das Kind als ihr eigenes an und nennen es Lucy. 2 Jahre später kehren sie aufs Festland zurück und müssen erkennen, dass ihre Entscheidung das Leben eines anderen Menschen zerstört hat. Was für ein außergewöhnliches und unvergessliches Buch. Ja, ich finde, das klingt sehr spannend. Erinnert mich an eine Elizabeth Herron. Ich weiß nicht mehr, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Spielte auch in Australien und da trieb halt auch ein Fischerboot. Und da fanden sie zwar keine Leiche, sondern nur das Baby. Das wurde halt auch ausgesetzt und die haben es halt auch aufgezogen. Ja, das war das für Blanvalet Verlag, für den Blanvalet Verlag und Limes. Ich hoffe, es war für euch wieder eine Hilfe und ich finde es auch ganz toll, dass ihr die Videos alle so schaut. Ich habe natürlich noch weitere Videos für belletristische Verlage geplant. Unter anderem kommt als nächstes Video der DTV Verlag. Meine Frage ist, wie sieht es bei Jugendbuch aus? Soll ich da auch noch Videos drehen? Wenn ihr dafür seid, müsst ihr unbedingt unter dieses Video schreiben, bitte, bitte Krümel. Denn Krümel macht unsere Jugendbuchabteilung und will natürlich nicht, dass ich an ihren Vorschauen rumkrapsche, geschweige denn an ihren Leseexemplaren, was ich total gut verstehen kann. Aber sie kann mir natürlich vertrauen, ich nehme das nur mit nach Hause und mache ein Video. Und ich habe ihr auch gesagt, wenn das gewünscht wird, zahlreich, und ihr bitte, bitte Krümel unten reinschreibt, dann hilft sie mir natürlich auch. Aber sie muss mich da ein bisschen unterstützen, weil ich einfach nicht weiß, was ist jetzt der große Hype, was könnte gut laufen im Jugendbuch, was könnte gefragt sein. Da habe ich einfach nicht so den Überblick. Also wenn ihr Jugendbuch wie Skirt 5 oder Löwe, Arena, Oettinger, Carlsen, wenn euch sowas interessiert, dann einfach unten drunter schreiben, bitte, bitte Krümel. Und vielleicht kann ich sie dann überreden, dass ich ihre Vorschauen und ihre Leseexemplare mal für einen Tag mit nach Hause nehmen darf. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video, eure Lisratte. Tschüss!